big disco rocket. I'll be cool in the gang, I'll be cool in the gang. Freshman 2015, heute ist der grosse Video gedreht worden. Wir sind hier mit dem Wie, wo sind wir genau und was machen wir da? Ja, hallo zusammen, schön sind ihr da. Also, ihr seid hier bei meinem Music Clip. Heute drehen wir ein Video vom Gewinner Song. Vielleicht schnell kurz zu meinem Music Clip. Wir sind eigentlich eine High-End-Produktionsfirma. Das heisst, wir machen Werbungen und Imagefilme. Und durch das haben wir halt eine mega gute Infrastruktur. Jetzt, weil ich aus dem Musikvideo-Ecken eigentlich ursprünglich komme, haben wir einfach gesagt, okay, probieren wir das gleich weiterzuführen und probieren wir die Musiker zu supporten, indem wir einfach die Infrastruktur für einen bezahlbaren Preis anbieten. Das heisst, wir haben weder Gewinn eingerechnet, noch sonst irgendwelche Kosten, die wir in unsere Taschen einrechnen, sondern wir schauen auch, dass unser Aufwand gedeckt ist und können somit auch die Musikszene unterstützen und Musikvideos anbieten, die halt auch im Schweizer Markt irgendwie bezahlbar sind. Heute ist der Tag also, wo der Sieger vom Freshman Contest 2015 seinen Preis abholen kann. Und zwar gehen wir jetzt gerade reinschauen, wie der Mr. Ayachi dann seinen Videoclip dreht. These are the cool lights. Huh? These are the cool lights. The cool lights? Yeah. I'm cool. You know, I sit in another room. I'm not so cool, man. I cannot do this, man. Okay, camera? Okay. Mm-hmm. One more time. Yes. Alright. They laughing and they chuckling cause you rappers don't do nothing. Boring me with their stories, so I'm all in cause they bluffing. Der erste Halbtag ist vor der grünen Wand hier gedreht worden. Grüne Wand, viele von euch kennen das Greenscreen. Da hat der Mr. Ayachi und so die ganze spektakuläre Kulisse hinter sich so vorgefunden. Nimmst du die Kugel? Soll ich nicht ohne Sonnenbrille? Das sind ja nur kurze Zwischencuts. Aber du kannst entscheiden, also ich verstehe es voll, wenn du sagst nicht, ist kein Problem. Das war gut, was du jetzt gehabt hast. Du kannst auf der Schnellplatte bleiben. Okay, nochmal. Mal los. I throw my demo in your face like a frisbee. Cut. Sehr gut. Like the drinks and the pills from my brother. Du hast es angesprochen, am heutigen Tag ist das ganze enorme Video gedreht worden. Ja. Für mich hat das schon fast Blockbuster-Niveau gehabt. Wie viele Locations werden da benutzt an so einem Tag? Ja, ich glaube, heute sind wir etwa bei 7 Locations. Wir haben 2 davon auf Greenscreen gedreht. Das heisst, jetzt sind wir noch ein bisschen offen, was wir dann hinein tun als Background. Und ja, sonst haben wir einfach ein bisschen geschaut, was braucht das Video von der Spannungskurve her. Das ist sehr wichtig, wie ist der Song arrangiert. Und je nach Arrangement vom Song schauen wir dann, okay, wie viele Spotwechsel brauchen wir, dass die Spannung am Schluss noch intensiv ist und so weiter. Und so. Ja. Vielleicht ein bisschen für die Nerds, was für Materialien haben wir da verwendet? Ja, also jetzt ohne zu tief reinzugehen, also wir haben heute mit der Red Dragon geshootet, auf 6K. Das ist sicher etwas Spezielles, was wir dann auch werden sehen werden, so die Bildqualität. Und sonst halt sehr, sehr aufwendiges Licht, sehr, sehr heiß am Set. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, auch so ein bisschen Essenz. Also heute haben wir nicht wirklich eine Story gehabt. Wir haben ja sehr oft in unseren Videos Stories. Jetzt aufgrund von der kurzen Vorbereitung und aufgrund des Songs haben wir gesagt, probieren wir lieber so ein bisschen random Spots zu produzieren, wo jeder so ein bisschen einen eigenen Charakter hat von der Farbwahl. Engaging me of getting on really good with your girlfriend alone. Now you stuck in the friendly zone. Don't hate the player, hate the game. That man in a better financial situation could take it damn any day. Hey yo, the only thing that you should rap. Lampen so ein bisschen richten. Okay. Wie so eine Freestyle-Session.
Komm da, wenn weit über den Kasten noch drauf ist, so, ja. Da, da bin ich du immer noch drauf. Ja, wir tun jetzt gerade jeden Einzel schnell positionieren. Du kannst dich mal ready machen mit dem zweiten Outfit. Ja. Aber es geht schon noch Zeit, dass ich wieder da. Ja, ja. Aber hey, merci vielmals. Super ja, Job, ey. Ihr als mymusicclip.ch sind ganz sicher die richtige Wahl gewesen, jetzt für uns, jetzt für den Rapper da außen, der vielleicht nicht die Möglichkeit hat, durch Freshman an so ein Video zu kommen. Was überzeugt ihn, schlussendlich auf mymusicclip.ch sein Video zu machen? Ja, ich habe das Gefühl, durch das, dass ich eigentlich aus dem Rap-Ecke komme, ursprünglich, weiss ich halt genau, welcher Song was vertreibt. Jeder, der sich mit Rap auskennt, der weiß, dass es ganz, ganz heikel ist. Also, da gibt es ja viele verschiedene Stile und die muss man mega berücksichtigen im Video. Also, ist es Conscious Rap, ist irgendwie mehr so der Representer oder mehr Street. Das ist extrem wichtig im Video und ich habe das Gefühl, das ist sicher meine Stärke, dass ich genau weiss, welches Video passt am besten für den Künstler und wie kommt der Künstler am besten rüber. Danke, wie findest du denn das? Wie ist es nahe? Bis letzte Mal wirst und willst das da? Bis Fingis Martina, in der Gott das Feuer kommt die Fotokontrolle wegen Koks am Steuer. Ein Flash vom Dr. Racing, merkst du schon fett, dass wir bald am Meer sind. Natürlich ist es preislich das zweite Argument, das definitiv glaubt. Die Preisleistung ist unschlagbar, habe ich das Gefühl. Das auf jeden Fall, ganz sicher. Was hat dich überzeugt oder was hat dich dazu veranlasst, bei Freshman mitzumachen? Ich finde das Konzept von Freshman mega cool, weil er eigentlich all die Teilnehmer, die mitmachen, sozusagen zwingen, den EP zu produzieren. Und das finde ich mega geil, wie in diesem Augenblick eigentlich die Musikszene gerade so einen Schub verpasst. Oder? Das habe ich mega cool gefunden, weil normal, wenn du einen Preis gewinnst, dann ist es mehr so, okay, ja, jetzt könnte ich dann mal ein EP machen und jetzt könnte ich dann mal einen Clip machen, aber bis es mal passiert, ist halt schon ein langer Weg. Und so haben dann eigentlich, all die Jungs sind mit EP ready, ob die dann rauskommt, ist ja die andere Frage, aber sicher jetzt für den Gewinner ist das Zeug ready und es kommt alles auf einen Schub und er wird von dem sicher können profitieren. Genau, das Video wird auch kommen in Top-Qualität. Danke vielmals für die Mitarbeit, es war mega cool gewesen und sehr imposant den ganzen Tag. Freut mich, merci vielmals. Danke, schön, dass ihr da seid. Like the drinks and the pills from my brothers. I heard a colorful line. They don't see how we grind till we undercover. When I open up my eyes, I see colors. Like the drinks and the pills from my brothers. I heard a colorful line. They don't see how we grind till we undercover. Cool guy, hey Jungs, merci for all. It's a wrap. It's a wrap. Ja, man, ich bin ein Rapper. Dankeschön. Sagst du. Herzlichen Dank.